Hallo und herzlich willkommen möglicherweise zur letzten Folge The Division Nummer 2. Ich würde hier gerne noch hoch, weil da oben ist eine goldene Ausrüstung und die würde ich gern haben wollen. Allerdings kommen wir hier anscheinend nicht rein. Und das ist ein bisschen scheiße jetzt. Nee, ich gehe nicht hier durch. Vergiss es. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ich will diese goldene Ausrüstung da oben haben. Ohne Witz. Ist mir scheißegal. Ich will sie haben. Nee, hier kommen wir nicht rein. Ja, danke Ubisoft. Danke. Ich komme noch nicht ran. Danke. Wie soll ich da jetzt rankommen? Ihr Pisser, Alter. Ey, wirklich. Eine goldene Ausrüstung weniger. Ja, danke. Was haben wir hier noch? Achso. Achso. Ja, achso, okay. Ich dachte, wir gehen jetzt hier in den Untergrund oder so. Okay, never mind. Was haben wir hier? Deadstick, irgendwas. Aber wir haben doch auch schon mal was. Also, ich weiß auch nicht. Warte mal, wir können ja die hier schon zerlegen, ne? Wir dürfen die ja zerlegen. Verschlusskomponenten. Verschlusskomponenten. Die brauchen wir. Das brauchen wir zum Beispiel nicht. Aha. Irgendeine Legierung, keine Ahnung. Das haben wir schon alles. Hier. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Zerlegen. Zerlegen, Maskengewebe. Maskengewebe 0. Ja, danke. Wow. Schutzstoff. Nice. Okay. Wir haben jetzt hoffentlich ein bisschen was. Wir haben noch irgendwas im Inventar. Hier unten. Irgendwie Verteidigung. Ja, schön, schön, schön. Okay. Das war ein ganz schöner Kampf jetzt. Aber den haben wir. Also, wir sind zweimal fast verreckt. Aber wir sind jetzt keinmal verreckt. Aktuell noch. Wer weiß, ob hier jetzt noch ein Boss kommt. Wer weiß. Das ist schon geil hier drin, ne? Warte mal. Warte mal. Ach, hier sind wir. Alles klar. Jetzt schießt die Waffe auf mich. Schönes Ende. Das habe ich jetzt aber nicht ausgelöst. Weltränge. Es gibt verschiedene Stufen bei Welträngen. Jeder Weltrang bedeutet stärkere Gegner, bessere Belohnung und irgendwas. Weltrang wird erhöht. Und wieso dauert das jetzt 40 Sekunden? Fragezeichen? Verstehe, wer will. So, das heißt aber jetzt, das war's, ne? Krass, konnten wir gut sichern hier. Hat auch Laune gemacht, also... Alles hat hier Laune gemacht in dem Spiel. Schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Und es, die Story ist... Naja... Könnte besser sein. Wesentlich. Ich halte mich mal stumm, ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder.
Agent. Ich habe Spezialisierungen auf Lager. Wollen Sie mal sehen? Wer zum Geier greift uns an? Die Zeichen gehören zu einer Sicherheitsfirma, die für die Regierung arbeitet. Black Tusk. Das heißt nichts Gutes. Wo ist Alice? Wird vermisst. Keine Spur eines Kampfs. Wir müssen das Heilmittel erreichen. Ich markiere den Standort. Tun Sie nichts Dummes. Agent, begeben Sie sich dahin. Ich werde vor Ort auf Sie warten. Ich habe Fragen. Ich habe sehr viele Fragen. Das ist alles gesperrt. Expedition. Da sind wir doch bereits. Kräfte der Black Tusk haben in ganz DC zentrale Orte und Stützpunkte eingenommen. Ja, okay. Beenden Sie Einsatzort-Invasion, um die Stützpunkte freizuschalten. Erledigen Sie Stützpunkte, um noch höhere Weltränge und größere Belohnung freizuschalten. Spezialisierung wählen. Mit dem Quartiermeister sprechen. Wie, was für eine Spezialisierung? Sie haben Zugang zu Spezialisierung erhalten. Eine neue Möglichkeit der Weiterentwicklung, mit der Sie Ihren Charakter weiter verbessern und ausformen können. Okay. Aha, okay, krass. Weiter. Neue Fähigkeiten. Jede Fähigkeit schaltet mit der Zeit neue Fähigkeiten und Boni frei. Ach nee, jede Spezialisierung, Entschuldigung. Außerdem erhalten Sie eine individuelle Waffe, die Ihr Arsenal erweitert. Aktive Spezialisierung. Es stehen mehrere Spezialisierungen zur Verfügung, aber Sie können nur eine aktivieren. Sie können beim Quartiermeister jederzeit frei zwischen ihnen wechseln. Drücken Sie A, um eine Spezialisierung anzusehen. Ach du Scheiße. Das war nicht die letzte Folge, glaube ich. Jede Spezialisierung hat einen freischaltbaren Baum. Während Sie in diesem Baum vorankommen, schalten Sie neue Talente, Granatenarten, Varianten und andere Boni frei. Voraussetzung für Verbesserung. Oh Gott, ey. Für einige Verbesserungen müssen Sie deren Freischaltbedingungen erfüllen, bevor Sie verfügbar werden und spezifische Spezialisierungspunkte investieren. Sie verdienen sich die Punkte durch Stufenaufstiege, während die jeweilige Spezialisierung aktiv ist. Verschiedene Spielstile. Sehen Sie sich die verschiedenen Optionen an und finden Sie die am besten zu Ihrem Spielstil passt. Sie können später mehr freischalten und frei zwischen ihnen wechseln. What the fuck? Okay, also wir haben verschiedene Dinge. Feuerwand. Agent braucht Verstärkung. Ist mir scheißegal. Richtschütze. Techniker. Zerstörungsexperte. Überlebensexperte. Präzisionsschütze. Okay. Ich bin eher der Präzisionsschütze. Dieses Gewehr hat mächtig Durchschlagskraft. Aha. Sowas gibt's nicht nochmal. Aha. TAC 50. Einer der stärksten Scharfschützengewehre weltweit. Präzisionsspezialisierung aktiviert. Oh, ey Leute. Spezielle Felduntersuchung. Sprechen Sie mit dem Quartiermeister im Weißen Haus, um neue Spezialisierung freizuschalten. Erfüllen Sie die Felduntersuchungsaufträge, um die Spezialisierung freizuschalten. Schließen Sie alle Einsatzziele in jedem Abschnitt frei, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Besitzer des Year One Pass erhalten sofortigen Zugang zu Spezialisierung und Sie können auch zusätzliche kosmetische Belohnungen erhalten, wenn Sie diesen Abschnitt abschließen. Alter, leck mir am Arsch. Alles klar. Alles klar, ich weiß, worauf das hinausläuft. Wisst ihr auch, worauf das hinausläuft? Das war nicht das Ende. Das war nicht das Ende. Das war nicht das Ende. Krass. Okay.
Okay, was haben wir hier? Ich muss mal wieder Inventur machen. Alter, ist das kompliziert. Granatwerfer. Okay, was bin ich? Bin ich ehrlich Feuerwand, Richtschütze oder Techniker? Kann ich das inspizieren? Ja. Okay, wir können aktuell nichts verbessern. Holy shit. Richtschütze? Ist eigentlich. Okay. Ich nehme mal Richtschütze. Ah, okay, das sind verschiedene Belohnungen, alles klar. Das ist die Richtschütz-Uniform, okay. Das ist die Feuerwand und okay, dann nehmen wir den, oder? Nee, warte mal, ja doch. Das sind die Premium-Belohnungen. Premium wäre mit dem Year One Pass, ne? Ja, 9 Euro, okay, gut. Ich überlege mir, ob ich das kaufe. Was mir gerade im Kopf rumschwirrt, Leute. Dadurch. Kaufen Sie bei mir und Sie haben alles, was Sie brauchen. Ja, ja, Moment. Ich würde gerne noch etwas erledigen. Und zwar haben wir im Inventar. Oha. Wir haben jetzt. Warte mal, wir haben jetzt 4 Waffen. 160.000 Schaden! 160! What the fuck? Leck mich am Arsch. 160.000. Alter. Guck mal, die hier macht gerade mal 5.000. Alter, was? Alter, was? What the fuck? Wir haben jetzt noch eine Zusatzmod erhalten, irgendwie. Ne, das Magazin hier. Haben wir aber einfach bloß nicht ausgewählt. Alles klar. Puh, mir ist gerade extrem warm geworden. Okay. Vielen Dank. Oha, what the fuck? Okay, SVD extra. Okay. Wir haben jetzt, okay, wir haben jetzt ein M44 und die SRS. Das brauchen wir theoretisch nicht. Das können wir zerlegen, genauso wie das hier. Oder? Warte mal. Das, genau, das ist so ein Gewehr. Tschüss. Jo, danke. Und das hier. Danke. Die SVD zerlegen wir auch mal. Wir haben jetzt noch Bekleidung bekommen. Okay. Also, im Kopf schwirrt mir gerade rum, dass ich das nicht in dieser Phase erledigen werde, sondern in einer zweiten Staffel. Fragt ihr euch, hä? WTF? Oh, okay, Fertigkeit. Oh, okay. Dann nehmen wir die hier. Dann zerlegen wir die. Oder? Ja, doch. In einer möglichen zweiten Staffel. Das heißt, das hier, wo wir aktuell sind, ist das Ende von Staffel 1. Oh, ist auch besser. Nice, nehmen wir auch mit. Ja, ich weiß, ihr fragt mich jetzt WTF.
High-End, okay, krass. Ich sollte mir mehr Anfertigungsmaterialien zulegen. Ich brauche dringend einen gemütlicheren Stuhl. Hi, ich habe keine Blaupausen mehr, aber ich könnte Ihnen beim Anfertigen helfen. Danke, Agent. Bitte. Bis später. Ciao. Hat mir nicht gerade ein THC-50-Gewehr bekommen? Achso, Spezialisierungspunkte. Wo sind denn die? Brauchen Sie bei irgendwas Hilfe? Sie besitzen speziell. Gehen Sie Ihre Punkte beim Quartiermeister in der Operationsbasis. Achso, das war das da. Okay, kann man jetzt theoretisch noch eins mehr auswählen oder was? Oder wie? Warum wird mir das jetzt 3 von 4 angezeigt, obwohl wir doch alle freigeschaltet haben? Ich wünschte, es gäbe etwas Abkühlung. Vorteile haben wir alle. Wiedersehen. Spezialisierung. Spezialisierungspunkte sind verfügbar. Aber wie aktivieren wir die? Wir können ja nichts machen hier. That's the problem. Können wir alles aktivieren? Frage? Ihnen steht der Sinn nach großflächiger Zerstörung, hm? Nö, eigentlich nicht. Okay, das ist das einfach nur okay. Haben wir den jetzt mit? Ja, den haben wir jetzt mit. Okay, dann nehmen wir noch den anderen mit. Das war jetzt eigentlich meine Frage. Zeig mal her, was ist das denn für ein schönes Gerät? Aha. So eine Armbrust kann ein echter Killer sein. Vor allem, wenn sie diese Explosivbolzen benutzen. Oh, das glaube ich. Mal gucken, auf was ich mich spezialisiere. Also der Bogen wäre schon nice. Ja, also das möchte ich gar nicht leugnen. Wir aktivieren aber mal den Buff hier. Weil ich aktuell noch, ne? Also, was steht jetzt an? Guten Tag. Hi. Ach, jetzt ist nicht mehr Level, sondern jetzt wird's nach Punkten sortiert. Okay, was da für haben wir beide was von. Was für Punkte habe ich denn? Oder ich habe 270 Punkte. Okay, jetzt geht's nach Punkten. Leckt mich aber nicht mehr nach Level. Wichtige Nachricht an alle Agents im Einsatz. Agent Aaron Keener, Vanguard, wurde der Agent-Status entzogen. Und er ist jetzt prioritäres Ziel. Keener ist unmittelbar verantwortlich für die Morde an einigen SHD-Agents in New York und wird nun gesucht wegen Hochverrats und Terrorakten gegen die Vereinigten Staaten. Er ist bewaffnet und äußerst gefährlich. Vermutlich hat er andere ehemalige Agents für seine Zwecke gewinnen können. Weitere Identitäten werden bekannt gegeben, wenn sie bestätigt sind. Keener wurde zuletzt in Manhattan, New York City gesehen. Ende der Nachricht. Oh, was ist das denn hier im Puff? Okay. Suchen Sie mich, Agent?
Nein, durchsuche ich nicht. Ich nehme die Nebenmission in der nächsten Staffel an. Da vorne, die da. Ich wollte jetzt eigentlich runter ins... Wo geht's denn hier nochmal runter? Hier, wa? Nee. Wo geht's denn hier runter? Ich komm nicht runter! Ja, ich hab mich verlaufen. Hallo. Nee, ging's hier nur raus. Ich könnte jetzt hinten rumlaufen, aber what the fuck? Ach, hier ging's runter, ja stimmt. Weil ich will mal... Wo ging's hier ganz runter? Hier hinten, wa? Kurz etwas austesten. Wo war denn der Schießstand? Jungs, Mädels, wo war denn der Schießstand? Schießstand. Okay, Schwierigkeit. Normal Veteran, ja. Zurücksetzen. Was? Was? Wieso habe ich dafür keine Munition? Willst du mich verarschen? Ach, die kann ich nur... Hä? Ich verstehe jetzt nicht. Verstehe jetzt nicht, warum ich keine Munition dafür kann. Aha. Aber nicht die hier. Ich verstehe es nicht. Okay. Also, Leute, kommt mal mit. Kommt mal mit. Dadurch. Warte mal, ich dreh mich mal. Nee, warte mal, mach mal so. Dadurch, dass wir jetzt so gesehen alles fertig haben, alles fertig gemacht haben und jetzt alles so gesehen nochmal von vorne angefangen werden kann, beziehungsweise muss, würde ich behaupten, wir sehen uns in einer zweiten Staffel wieder. Warum? Folgender Aspekt, wir haben alles bisher erobert, sind jetzt bei 60 bis 70 Folgen, ich weiß es nicht ganz genau. Wir haben verschiedenste erledigt und jetzt kommt so gesehen ein Reset. Ein Reset dadurch, dass... nicht Inventar, Entschuldigung. Dass so gesehen das alles nochmal zurückerobert werden muss. Die Siedlung zum Beispiel, ja. Hier, das hier, was auch immer. Title, Taskings. Dazu muss verschiedenstes erledigt werden. Ja. Hier, Air and Space Museum. Muss alles... erneut gemacht werden. Ich persönlich habe damit kein Problem. Weil, wie man sieht, es ist ein normaler Schwierigkeitsgrad. Aktueller Modus ist Invasion. Ja, wir haben das Spiel an sich beendet,
Aber oben rechts steht jetzt Punkte 270. Weltrang 1. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin oder der Letzte. Wir haben alles so gesehen erobert, außer die Dinger, weil ich das nicht einsehe. Und ja. Was ist das hier? Nächstes Mal zu einer bestimmten Diamantklapperschlange. Zu einer bestimmten Zeit verfügbar. Wer weiß. Wer weiß, was das alles ist. Wie gesagt, es ist alles nochmal rot geworden. Wir müssten alles nochmal von vorne anfangen. Ne? Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in einer nächsten Staffel wieder. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich und verspreche euch, dass wir bald wieder zurückkehren werden. Hier, das Weiße Haus, ist die letzte Bastion, so gesehen, die noch stehen geblieben ist. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich nicht auf Level gehe, sondern auf Punkte. Wir werden vom Weltrang her, ne, also ich hoffe jetzt nicht, dass es Open World hier alles ist. Also Open World im Sinne von andere Mitspieler, also so wie in den Dark Zones. Andere Mitspieler können hier auch mitmachen, sondern dass es trotzdem für mich ist. Weil ansonsten ist die zweite Staffel, glaube ich, ziemlich kurz. Ja, ich bedanke mich wirklich recht herzlich fürs Zuschauen. Es hat wirklich Laune gemacht, das Spiel. Auch wenn es teilweise lückenhaft war. Viele Fragen sich mir nicht wirklich beantwortet haben. Ich sag jetzt mal, typisch Ubisoft ist, ist alles, schade. Ich find's gut, dass jetzt ein Reset kommt und man so gesehen alles nochmal machen muss. Ich find's persönlich nicht schlimm. Allerdings ist alles so gesehen Stufe 1, Stufe 1, Stufe 1, alles Stufe 1. Ja, also wir können alles easy erledigen. Wir müssen halt bloß gucken. Ne, ich habe mich auch öfters mal aufgeregt, weil halt ich eine Bewegung oder ähnliches gemacht habe und er sie halt nicht angenommen hat. Schade, okay. Wir haben hier jetzt verschiedenste Dinge. Wir haben hier noch verschiedene Ziele. 14 Tage, 5 Tage. Wie gesagt, es war ein wirklich schönes Spiel, auch wenn es teilweise, Lücken gab, teilweise mir nicht gefallen hat. Ich werde gucken, ob ich die New York-Erweiterung mir kaufe oder nicht. Die da, da unten beim Heli. Warte mal, ich stelle mich mal gerade hin hier. So, möglicherweise mit dem Year One DLC Pass, das ja auch noch irgendwie, wo waren das? Spielersuche, SHD, Konflikte, Legende. Vielleicht können wir jetzt diese kontaminierten Zonen endlich mal, ich sag jetzt mal, erledigen. Ja, das wird wirklich sehr interessant. Also, ich freue mich auf eine nächste Staffel. Wir haben viel erreicht in diesem Spiel. Was soll man das hier dann sein soll? Weil wenn man rausgeht und dann wieder reingeht, dann ist es woanders. Komischerweise. Wir sehen uns in einer zweiten Staffel wieder. Schätze ich. Warte mal, das war hier, wa? News, die Jagd geht los. Agent fordert Verstärkung an. Ja, ist jetzt leider, ne? So, Black Task Invasion 1 von 12. Das ist der Fortschritt jetzt aktuell. Das ist Priorität. Wie gesagt, 8% haben wir erledigt. Von den Nebeneinsätzen 70% und so weiter. Also da war noch einiges offen. Ich hätte es mir vielleicht denken können. Wir haben zwar Befreiung und Mitarbeiter alle vollständig, aber ja, ihr seht es ja links, da gibt es noch einiges offen. Sammelobjekte haben wir auch noch einiges offen. Belobigung, ja, sind wir erst Rang 1. Was soll's, weil, ne? Gegner im Brand, okay, da haben wir Gegner mit blutenden Wunden, Gegner geschockt. Erst 6, glaube ich nicht.
Ohne einmal zu verfehlen, alles klar. Alles klar. Ja, ja. Ranglisten. Welt, DC, Konflikt, Einsatz. Drei Minuten. Glaube ich dir nicht. Das ist jetzt aber Weltrang, ne? Also. Zwei Minuten alleine, alles klar, Umgebung schauen. Präzision. 100%. Ja, ja. Ja, das könnte ich schon glauben. Krass. Was ist dann Raid? Okay. Tja. Ja, Leute. Also, ich bin doch erstaunt, wie gut das gelaufen ist. Ja, also ist schon nicht schlecht. Ja. Wir sehen uns in einer nächsten Staffel. Ich melde mich jetzt hier ab und gucke nach den Credits. Lass die laufen. Und sag vielleicht nochmal was dazu, zu dem Spiel und so weiter. Einstellungen, Sprache, Barrierefreiheit, andere. Wo ist denn das hier? Mhm. Benchmark, alles klar. Spielablauf, okay. Tastenbelegung, Video, Grafik, Steuerung, Audio. Hier gibt's kein Screen. Mhm. Hier gibt's noch verschiedene Patches. Aber hier gibt's kein. Ihr wisst schon, kein Endscreen, so wisst ihr. Ja, ich habe hier übrigens einen zweiten Charakter. Einfach nur, um den Trailer nochmal abzuspielen. Den Trailer, den ihr dann bevor die erste Folge rauskam, eine Woche davor, kam hier der Trailer raus zu dem Spiel hier. Und den musste ich nochmal aufnehmen, weil ich glaube, der Original, also den ich dann in diesem Spiel hier hatte, der war mit, belegt. Aber ich frage mich gerade. Ich guck mal gerade im Internet, ob es die gibt. Ansonsten würde ich mich gleich verabschieden. Warte mal. Gibt's leider nichts. Habe ich gerade auch nichts gefunden auf YouTube oder ähnliches. Das heißt, wir sehen uns in einer 10 Stunden 33 Deckung in Hocke verbracht. Was sind das für geile Statistiken, bitte? Individuelle Waffe. High-End. 0 Schwachpunkt-Kills. 27 Bossisch getötet. Oha, okay. Drohne. Höchster Multikill 8. 7. 33 Objekte angefertigt. 2 Nahkampf-Kills. Maximale Rüstung. 743.862. Nur Minuten in der Dark Zone Soap verbracht. Wow, traurig. 49 Holster erbeutet und 5 Minuten kampfunfähig verbracht. Ja, ups. Ja, jetzt habe ich aus Versehen darauf geklickt. Wollte ich gar nicht. Wir sehen uns in einer nächsten Staffel. Ich würde mich ganz herzlich verabschieden. Ich wüsste schon, wie der Titel lautet. Bitte folgt mir nicht auf Instagram und ähnliches. Agent, haben Sie Zeit? Kommen Sie zum Weißen Haus. Ich arbeite an neuer Ausrüstung und könnte Hilfe gebrauchen. In der nächsten Staffel. Sicherer Bereich entdeckt. Ja, bis dahin. Tschüss.